Eine der Sachen, an die ich immer denke, wenn ich an Amerika denke, das ist ein Pickup-Truck. Und es gibt ja den Ford F-150 und den Chevy Silverado und andere ganz, ganz tolle Pickup-Trucks. Und das hier ist ein neues Modell und das will den beiden Etablierten eigentlich ganz gerne ein bisschen Konkurrenz machen. Das heißt, Workhouse W15 Workhouse ist eine in den Vereinigten Staaten relativ bekannte, offensichtlich, Marke, die sich an eine bestimmte Zielgruppe richtet, zum Beispiel so Disaster Relief, also eine Rettung im Fall von Katastrophenfällen. Und die haben diesen Pickup-Truck entwickelt, der ist rein elektrisch betrieben. Er hat 80 Meilen, also ca. 120 Kilometer Reichweite und hat dann aber vom BMW i3 ausgeliehen noch einen Motor dabei, der dann als Range Extender fungiert und als solcher dann nochmal 300 Meilen zusätzliche Reichweite generieren kann. 450 PS dualer Motor, das heißt die Vorderachse wird von einem Motor angetrieben, die Hinterachse wird von einem Motor angetrieben und das führt dazu, dass dieses Schwergewicht hier in gerade mal 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen kann und als solcher deswegen auch noch ein bisschen Spaß macht. Das führt dazu, dass sich Workhouse nun dazu entschieden hat, das Ganze dann doch auch Endverbrauchern anzubieten, wie zum Beispiel ihr einer seid oder ich einer bin. Das bedeutet, man kann den ab sofort seit wenigen Tagen vorbestellen. Der Listenpreis wird bei 52.500 US-Dollar liegen, also knapp unter 50.000 Euro. Dazu kommen dann noch Startabzüge und so weiter in Form von Prämien. Das bedeutet, im Vergleich zu anderen Pickup-Trucks ist er nicht unbedingt viel teurer. Ich bin sehr gespannt, ob es der jemals nach Europa schaffen wird. Ich würde mich ehrlich gesagt ein bisschen drüber freuen. Der Workhouse W15.